Zauber-Yoga. Sehr gesund, also ganz gut für den Körper. Und wir können auch alle zwei Hände nach vorne ziehen. Also Damen und Herren, das ist nicht gefährlich. Ich mache das jeden Morgen. Das funktioniert perfekt. Das ist Zauber-Yoga. Ganz kurz, zwei Hände nach vorne. Ja, das ist mein bester Tisch hier in der Mitte. Super. Noch ein paar Leute. Ja, 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 wir machen jetzt alle mit. Perfekt. Hier zwei Hände so. Wir drehen jetzt die Hände. Wir machen so ein Kreuz und wir halten ganz fest. Und die Daumen sind so nach unten. Ganz wichtig. Das ist eine so eine Geste für Symbol für schlechte Laune. Ja? Wie machen wir unsere Laune besser? Mit Zauber-Yoga. Also ein bisschen Höhe, genau, und so, und lächeln. Sehr schön, lächeln. Wir machen das jetzt. Eins, zwei, drei, und dann ist es wieder gut. Ja, ja. Perfekt, das ist genau, was wichtig, dass wir alle schon lächeln. Danke, dass wir unsere Kleinen aufwärmen. Danke schon, aber Sie bleiben noch bei mir. Nein, nein, das ist nicht so. Vital, wir machen das jetzt. Mögen Sie Kartentricks? Ja, super. Es gibt auch so riesige Spielkarten, damit man zaubern kann. Das wäre cool, aber wir machen heute einen Seiltrick. Also, ein Seiltrick. Diese Illusion heißt indische Hypnose, kommt aus Indien, weil das ist ein internationales Fest. Was wichtig ist, dass wir müssen zuerst überprüfen, das ist kein Zauberseil. Halten Sie hier ganz fest und Sie können mich so ziehen, ja. Das ist so eine ganz normale, Sie können auch untersuchen, dass hier gibt es kein Magnet drin, keine Spiegel, kein doppelter Boden oder sowas. Und wir brauchen dafür auch die Schere. Also, Vitali, Sie haben jetzt eine ganz wichtige Aufgabe. Die Schere, die sind super scharf, also vorsichtig. Um diese Illusion zu zeigen, wir brauchen zuerst zwei Seile. Zwei Seile, Vitali, Sie können es einfach hier durchschneiden. Und dann geht's los mit indischer Hypnose, Damen und Herren. Das ist eine unglaubliche Illusion mit zwei Seile. Sie müssen aber genau gleich sein. Können Sie hier dann noch ein bisschen noch so kürzer machen? Und dann, ja, schön, das brauchen wir nicht. Zwei Seile, Damen und Herren, und Illusion heißt indische Hypnose mit zwei Seile. Sie, Herr Vitali, können Sie sich hier ein bisschen, das ist mein Fell, aber nicht meine Finger, ich brauche noch meine Finger. Ja, super, schön, ganz elegant und professionell. Also, wir können jetzt endlich anfangen mit Vitali hier und das ist, ich habe nichts getrunken. Und Sie? Ich, also, ich auch noch nicht. Wahrscheinlich können wir vom Anfang jetzt einfach machen, also mit einem ganzen Seil. Damen und Herren, wir haben hier ein Seil. Das heißt indische Hypnose, weil alles, was jetzt passiert, passiert nur hier. Passen Sie auf, hier ist ein Seil, wir können jetzt, wenn ich zwei brauche, ich kann einfach so schneiden mit meinen Fingern, dann habe ich zwei. Wenn ich zwei Seile, die gleich sein brauche, dann mache ich halt so, wir können ziehen, dann haben wir zwei Seile, die genau gleich sind. Aber nicht vergessen, das ist nur Illusion. In Wirklichkeit, ich habe hier nur ein langes Seil. Stimmt? Stimmt, genau. Aber, danke schön. Jetzt kommt was richtig Cooles. Jedes Seil hat zwei Ende und eine Mitte. Ich kann die zwei Ende so rausziehen, dann habe ich hier ein Seil ohne Ende. Das ist eine Schlinge, da gibt es keine Ende. Aber meine Ende sind immer dabei. Ich kann einfach so rumdrehen. Eins, zwei, drei. Und dann... Seil ist wieder da. Unglaublich. Aber, Vitali, jetzt werden Sie ein Zauberer sein. Könnt ihr einfach hier durchschneiden? Einfach so. Genau. Perfekt. Ich nehme jetzt die Schere. Und ich mache hier ein bisschen kürzer und ich erkläre jetzt genau, wie das funktioniert. Nur heute. Nur für Sie. Wir machen so kürzer und können Sie einfach so pusten. Und das funktioniert automatisch. Wir haben jetzt ein ganzes Seil. Aber für Finale, wir machen jetzt noch einmal und dann können Sie Ihre eigene Zaubershow machen in Las Vegas oder Broadway. Also wie Sie möchten. Ja, ja, ich komme gerne mit. Also wir können jetzt hier einfach zwei machen und jetzt ist es egal, ob die gleich sind oder nicht gleich. Was wichtig ist, ist, dass wir haben zwei. Mache hier einen Knot. Halten Sie hier ganz fest. Und wenn ich sage drei, Vitali, Sie müssen mit Ihrer rechten Hand so eine Zauberbewegung machen. So ganz, ja, am besten nicht die Schere runter machen. Einfach so. Aber wie eine so große Zaubershow, Copperfield, Eric Brothers. Eins, zwei, drei. Sehr schön für erstes Mal, ich mache das aber nochmal, ich mache das ein bisschen hier. Und 1, 2, 3. Jetzt ganz professionell, das können wir einfach wegschmeißen. Und Seil ist wieder komplett. Großer Applaus für Vitali, der Zauberkünstler. Dankeschön. Danke, das war perfekt. Großartig, danke. Dankeschön. Nein, perfekt, das ist Ihr erstes Mal und das ist gut. Ich versuche jetzt Ihre Gedanken zu lesen, aber keine Angst, also nicht alle Gedanken. Also wir... Sie suchen jetzt eine Karte aus und das ist so 52 Karten. Können Sie bestätigen, dass die alle unterschiedlich sind, alle? Ja. Ja, gut. Ich zeige auch das Publikum, dass Sie haben hier 52 riesige Karten. Die sind so groß, dass ich kann sie kaum halten, dass sie so schwierige Gedanken, Tricks zu machen. Sie nehmen jetzt eine Karte
gucken sich diese Karte an und halten so, damit ich diese Karte nicht sehen kann und das Publikum auch nicht. Okay? Perfekt. Ich werde die Karten mischen, sagen Sie mal Stopp, wenn einfach Stopp sagen. Stopp. Mona, das ist die Karte für Sie. Gucken Sie die Karte an und halten so. Bereit? Fertig? Gut. Also, ich habe hier einen Zeichenblock und ich versuche jetzt, schon Muster so vorbereitet, ich versuche zuerst Ihre Gedanken zu lesen und dann Ihre Karte hier zu zeichnen. Ich brauche aber Ihre Hilfe. Denken Sie an Ihre Karte, genau an Ihre Karte, an nichts anderes. Ja? Genau. Kommen Sie zu mir hier und stehen Sie so zum Publikum und ich werde einen Schluss. Gut. So, Damen und Herren, ich denke, dass Sie bekommen schon sehr gut, gut gemacht. Also ich habe ein Gefühl, dass es wird heute super klappen. Und Mona, wir machen das jetzt das Folgende. Wenn ich sage 3, Sie zeigen Ihre Karte. Das Publikum sieht schon, was ich hier gezeichnet habe. Wenn Sie zwei gleich sind, machen wir alle großen Applaus. Wir können auch hier auf die Bühne so Geld schmeißen oder so. Egal. Wenn es nicht stimmt, dann können wir einfach noch einen Sekt trinken und dann ist auch gut. Oder Wodka. Okay, bereit? 1, 2 und 3, Damen und Herren. Mona zeigt jetzt die Karte. Groß. Mona, das bedeutet nur eine Sache, dass Sie haben wahrscheinlich an Big Ass gedacht. Nein? Nein, okay, das ist vielleicht... Aber warten, warten Sie kurz. Also ich darf keinen Fehler machen, ja, das ist so eine Zaubershow. Ich erkläre jetzt, was ich hier gemacht habe, das ist was anderes. Eigentlich ist es nicht Ihre Karte, das ist so 42 Karten, so ein Kartendeck. Und irgendwo hier in diesem Kartendeck gibt es auch Karo 4. Wir können aber diese Karo 4 nicht sehen. Ja, verstehen Sie, was ich meine? Gut. Aber mit Hilfe unserer Gedankenkraft und ein bisschen Epic Musik, wir machen jetzt richtige Zauberei, wir brauchen jetzt Lied Nummer 3. Mona, Sie werden das zuerst sehen und dann zeige ich aus das Publikum. Also denken Sie an Ihre Karte, nur an Ihre Karte, Lied Nummer 3, machen Sie jetzt an. Und wir warten. Konzentration. Passen Sie hier auf. Und es kommt jetzt. Nummer 3, das ist was anderes. Wir können jetzt ausmachen und machen das einfach ohne Musik, weil Flamenco passt nicht so gut zur Zauberei. Aber auch schon. Also Mona, auf jeden Fall, denken Sie jetzt an Ihre Karte. Machen Sie das ganz langsam. Passen Sie auf. Und das Bild verändert sich ein bisschen. Machen das noch ein bisschen. Und hier, wir können hier sehen, Damen und Herren, dass wir nicht so machen. Kommt hier genau Karo 4, Ihre Karte, Mona, und natürlich die Leute nicht glauben, dass das echt ist. Ich werde jetzt einfach so, ups, ein kleines Geschenk für Mona hier. Das ist für Sie, das können Sie behalten. Großen Applaus für Mona, Dankeschön. Gedankenleserfrage, Dankeschön. Schön. Machen wir das nochmal. Ja, ein bisschen Applaus brauchen wir als Unterstützung. Gut, gut, gut. Machen wir das irgendwie nochmal. So. Genau, jetzt ich nehme von Ihnen diese Papierblätter. Wie viel haben wir ungefähr? So 20, 10, 20, keine Ahnung. Wir machen das einfach alle zusammen. So in eine kleine, einfach so, Ball, genau. Und jetzt probieren wir ein bisschen Zauberei zu machen. Sie machen jetzt so. Ich hoffe, dass jetzt funktioniert. Nochmal? Ne, nochmal? Jetzt ist es richtig schön, wir können jetzt einfach Fingerschnipsen und daraus kommt jetzt ein kleines Geschenk für Sie. Ich denke, wenn es jetzt regnet oder wenn es zu heiß wird, dann hat Marianella von mir so ein kleines... warten Sie kurz. Dankeschön, danke Ihnen. Ja, wir können jetzt wieder Platz hier und das ist so. Das ist aber nur erster Teil. Zweiter Teil ist schwieriger, Flasche wieder hier zu bringen und Glas wieder hier zu bringen. Ja, das ist mein bester Trick. Wir können jetzt Finger schnipsen und Flasche ist wieder da und Glas ist wieder da. Sehr cool, oder? Danke. 3 Jahre Übung. 3 Jahre Übung, Damen und Herren. Das ist so ein schwieriger Beruf. Vielleicht muss man ein bisschen zuerst trinken, weil sonst ist es schwierig zu glauben, dass ich kann jetzt richtig Flasche und Glas tauschen und dann wieder hier zu bringen. Ich mache das aber nochmal. Rohr Nummer 1 immer auf diese Flasche und Rohr Nummer 2 immer auf... Ups, sorry, das ist einfach eine...
extra Flasche, weil manchmal ist diese Flasche kaputt. Wir machen das nochmal. Und die wechseln auf jeden Fall. Wir machen das nochmal mit Rohr Nummer 1 auf diese Flasche und Rohr Nummer 2. Zu viele Flaschen. Entschuldigung, wir machen das einfach hier. Und das geht hier und sie tauschen trotzdem. Wir machen das aber jetzt nur mit nur Rohr Nummer 1. Sieht so aus, passen Sie auf. Hier ist Glas und Glas wird zu einer Flasche und Flasche wird jetzt zu einem Glas. Dafür braucht man eine extra Flasche dabei zu haben. Und wir haben jetzt aber hier so eine kleine rote Band. Ich mache das einfach hier so drauf, damit Sie nicht denken, dass Sie die Flasche irgendwie tauschen. Und genau diese Flasche wird jetzt hier auf der linken Seite. Und dafür braucht man noch eine extra Flasche dabei zu haben. Vielen Dank, Glas- und Flaschentrick. Das ist eine klassische Illusion aus den USA. Und natürlich können wir jetzt ein bisschen trinken. Danke für Ihre Aufmerksamkeit. Wir haben für Finale aber noch eine kleine letzte Runde. Und wir brauchen jetzt noch ein bisschen Hilfe von jemandem. Sophie, es geht darum, dass ich habe hier so einen kleinen Tisch. Zuerst stellen Sie einfach hier bei mir, okay? Mit Ihrer rechten Hand können Sie einfach so machen, damit wir sicher sind, dass hier gibt es keine Seile oder sowas. Einfach hier so. Ja, nix? Nix. Gut. Also bleiben Sie hier bei mir, Damen und Herren. Wir können Musik ein bisschen lauter machen. Kleiner letzter Wunder hier auf die Bühne. Ohne Vorbereiten, ohne Seile, ohne besondere Zauber. Wir sind einfach an den Tisch. Und ganz langsam. Tisch geht nach hoch. Und hier natürlich gibt es ein paar ganz kleine Drohnen, damit ich diese Illusion schaffe. Nein, Quatsch, keine Drohnen gibt es hier. Und manchmal müssen wir die Tisch auch ganz festhalten. Und das geht wieder nach unten. Wir machen das aber zusammen so hier mit denen. Okay, so kommen Sie wieder hier. Rechte Hand nach vorne. Das ist für Sie. Und das ist auch für Sie. Einfach halten und aufpassen. Damen und Herren, für Finale, wir machen das zusammen mit Sophia. Eins, zwei und drei. Und das geht trotzdem hoch. Wir können jetzt auch hier von unten gucken. Ja, Sophia, Sie können auch, Sie dürfen auch. Gibt es nichts? Nein. Und hier gibt es auch nichts. Und dann, das geht langsam. Und das war unsere letzte Vision, Sophia. Dieser Applaus sind für Sie. Vielen, vielen Dank für Ihre Hilfe. Dankeschön, Sie können hier Platz nehmen.